Jetzt, meine Damen und Herren, gibt es etwas ganz Neues auf dem Eis. Akrobatik aus Kalifornien, dargeboten von Debbie Park. Sie hat Bänder, war früher eine Kunstturnerin und versucht nun als Zirkuskünstlerin auf dem Eis hier die Halle in Bad Liebenzell und die Zuschauer zum Schmelzen zu bringen. Debbie Park mit ihren Kunststücken im Polarium. Sehen Sie selbst, die ehemalige Kunstturnerin aus Amerika. Sie hat auch schon die rhythmische Sportgymnastik betrieben. Und jetzt ein Flickflack nach dem anderen hier in Bad Liebenzell. Debbie Park. Natürlich darf auch der Rückwärtssaldo nicht fehlen. Tja, das ist weniger Eiskunstlaufen als Eisakrobatik. Jetzt wird die junge Dame in die Höhe schweben. Ja, das war sie, die Zirkuskünstlerin aus Kalifornien. Und ich glaube, meine Damen und Herren, das war eine ganz, ganz neue Facette des Eiskunstlaufens. Debbie Park, sicherlich eine hervorragende Turnerin, eine hervorragende Sportlerin. Und, wie gesagt, sie zelebriert das Eiskunstlaufen auf ihre Weise, auf die akrobatische Weise.